Kennt ihr den Dars? Man sagt, es sei die schönste Halbinsel an der Ostsee und sie besteht zu großen Teilen aus Nationalpark, urwüchsigem Wald, schroffer Steilküste und wilden Stränden. Und man sagt, dass die Bewohner dieser Halbinsel glauben, dass sie von den Engländern abstammen. Einst soll dort nämlich ein englisches Schiff an der Küste gestrandet sein und die Besatzung konnte sich glücklich ans Land retten. Es gefiel ihnen dort so gut, dass sie beschlossen, dort zu siedeln. Und deshalb findet man heute noch Nachnamen wie Wallis, Brose und Newman, sagt die Sage. Aber auch die größte deutsche Insel, die Insel Rügen, mit ihren zur Küste steil abfallenden Kreidefelsen, den uralten Buchenwäldern und endlosen Stränden, steckt voller Legenden. Legenden über versunkene Städte und alte Götter, die dort wohnen. Und dort spricht manch einer von den alten Einwohnern noch Plattdeutsch. Und ich finde, weil ich welche kannte, die das noch sprachen, dass es irgendwie Ähnlichkeit zum Englischen hat. So haben sie zum Beispiel nach der Uhrzeit gefragt, was sehe ich zur Glock? Das klingt doch schon sehr ähnlich, oder? Und wusstet ihr, dass die Stadt Rostock ihren Namen von einem Rosengarten haben soll? Von den Rosenstöcken, die in ihm zu finden waren? Sind das alles nur Legenden? Oder findet sich in Mecklenburg-Vorpommerns alten Sagen auch ein Stück Wahrheit? Nun hört selbst und bildet euch eure eigene Meinung. Im Eiland Rügen stand einst das Heiligtum der Mutter Erde, als Göttin gedacht, von den alten Urvölkern des germanischen Nordens Hertha geheißen. Ein geheiligter Buchenwald, die Stubbenitz genannt, umgab einen tiefen See. Im Walde stand der mit einem Gewand bedeckte Wagen der Göttin, darin sie alljährlich einmal durchs Land fuhr, im Geleite eines einzigen Priesters, dem ihr Wille offenbart war. Zwei heilige Kühe zogen den Wagen der Göttin, und wohin dieselbe kam, da war Freude, die Fülle und eitel Friedenfest. Niemand durfte da streiten, keine Waffen durften ergriffen werden. Das währte so lange, als die Göttin an einem Orte weilte. Und wenn sie nicht mehr weilen wollte, da führte der Priester sie zurück in ihr Heiligtum. Dann wurde in dem düsteren See ihr Wagen, ihr Gewand und ihr Bildnis gereinigt, und die Sklaven, welche dabei dienten, wurden dem See geopfert, damit keiner je erzähle, was er geschaut. Die Sage geht, dass die Insel Rügen weder Wölfe noch Katzen dulde. Vineta. An der Nordküste der Insel Usedom soll vor vielen, vielen Jahren eine große, reiche Handelsstadt mit Namen Vineta oder Venedig gelegen haben. Gewöhnlich wird erzählt, sie habe seewärts vor dem Streckelberg und zwar an der Stelle gelegen, wo sich jetzt das sogenannte Vineta-Riff befindet. Die Stadt Vineta soll zur Zeit ihrer Blüte so reich und so schön gewesen sein, dass sie im ganzen Küstengebiet der Ost- und Nordsee nicht ihresgleichen hatte. Die Häuser, in welchen die Leute wohnten, glichen kleinen Palästen. Sie waren aus Marmor erbaut und mit vergoldeten Zinnen geschmückt. In dem Hafen befanden sich hunderte von Schiffen, welche bis nach Archangel und Konstantinopel fuhren. Auch weilten viele fremde Kaufleute in der Stadt, um hier Waren zu verkaufen oder zu kaufen. Aber je reicher und wohlhabender die Einwohner von Vineta wurden, desto mehr fanden Stolz, Übermut und Gottlosigkeit und allerlei unheiliges Wesen bei ihnen Eingang. Zu den Mahlzeiten nahmen sie nur die auserlesensten Speisen und den Wein tranken sie aus silbernen und goldenen Gefäßen. Wie sie selbst in den Gotteshäusern nicht schöner und prächtiger zu finden waren. Die Hufe der Pferde waren statt mit Eisen vielmehr mit Silber oder gar mit Gold beschlagen. Das Brot, die herrliche Gottesgabe, missbrauchten die Frauen in schamloser Weise, indem sie die kleinen Kinder damit reinigten. Und wie die Großen, so trieben es auch die Kleinen.
Die Kügelchen, mit welchen die Kinder auf der Straße spielten, bestanden aus reinem Silber. Aber solcher Übermut sollte nicht ungestraft bleiben. In einer stürmischen Novembernacht brach das göttliche Strafgericht unvermutet über die Stadt und ihre gottlosen Bewohner herein. Eine furchtbare Sturmflut wälzte ihre Wogen über die Stadt und über das Land hinweg und begrub alle Häuser und alle Menschen unter ihren Fluten. So wurde die reiche Stadt mit all ihrer Pracht und Herrlichkeit in wenigen Stunden vernichtet. Die Trümmer dieser ehemaligen Stadt ruhen noch heute auf dem Grund des Meeres. Und wenn man bei stillem und ruhigem Wetter und bei klarem Wasser über diese Städte dieser untergegangenen Stadt hinwegfährt, so kann man die Fundamente der Häuser, der Straßenzüge und noch viele andere Reste der einstigen Stadt in der Tiefe wahrnehmen. Einmal im Jahr wird auf dem Meeresgrunde die ruhende Stadt auch über der Oberfläche des Wassers sichtbar, indem sie sich wie ein Schatten- oder Nebelbild mit unbestimmten Umrissen zeigt. Die Leute in den umliegenden Dörfern sagen, wie Neta wahrfällt. An welchem Tage diese Erscheinung zu sehen ist, wird verschieden angegeben. Die einen sagen, es wäre am Johannistage, die anderen meinen, Vineta zeige sich an demselben Jahrestage, an welchem es einst untergegangen sei. Und das sei eben derselbe Tag, an welchem auch Cuxhaven durch eine Sturmflut zerstört worden ist. Am Johannistag, mittags zwischen 11 und 12, sollen auch die Glocken der versunkenen Stadt aus der Tiefe des Meeres heraufklingen, und manch einer will ihre Klänge schon vernommen haben. Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich, denn man sagt, dass der, der die Glocken von Vineta hört, mit unwiderstehlicher Gewalt von der Meerestiefe angelockt wird, bis er selbst da unten ruht. Noch heute liegt in der Ostsee vor der Küste bei Zempin auf der Insel Usedom die Vineta-Bank. Und in der Nähe des Dorfes Ledin führt noch jetzt ein alter Weg zu den Trümmern, den die Leute in Ledin von alten Zeiten her den Landweg nach Vineta nennen. Der heilige Niklas und der Dieb. Zu Greifswald in Pommern stand in der Gertrudenkapelle St. Niklasens Bild. Eines Nachts brach ein Dieb dort ein und wollte den Gotteskasten berauben und rief den Heiligen an: O heiliger Niklas, ist das Geld mein oder dein? Komm, lass uns wettlaufen darum. Und wer zuerst zum Gotteskasten kommt, soll gewonnen haben. Und er hub an, damit zu laufen, aber das Bild lief auch und überlief den Dieb 3-mal. Der antwortete und sprach: Heiliger Niklas, du hast's dir redlich verdient, aber das Geld ist dir doch zu nichts Nutze. Du bist doch aus Holz und bedarfst keines Geldes. Ich will es nehmen und guten Mut dabei haben. Aber bald darauf geschah, dass dieser Räuber starb und begraben wurde. Da kamen die Teufel aus der Hölle und holten den Leib aus dem Grab, warfen ihn bei dem beraubten Gotteskasten, hängten ihn zuletzt vor der Stadt an eine Windmühle auf und führten ihn auf ihrem Flügel wieder des Winds herum. Diese Mühle stand noch im Jahre 1653 und ging immer mit Gegenwind. Die Eiche auf dem Ivenacker. Unweit des Bahnhofs Stavenhagen steht eine Eiche, und unter dieser soll der Apfelschimmel Herodot begraben liegen. Dieser Schimmel wurde 1793 im Gestüt Ivenack geboren und galt zu seinen Lebzeiten als einer der berühmtesten Hengste. Auch Napoleon, der ein sehr schlechter Reiter gewesen sein soll, der merkwürdig wippend zu Pferde saß und oft von ihnen abgeworfen wurde, hörte von Herodot. Er schickte Reiter aus, dieses Pferd zu suchen, weil er es sein eigen nennen und nach Frankreich bringen lassen wollte. Der Legende nach sollen die Arbeiter des Gestüts den Hengst hinter einer hohlen Eiche versteckt haben. Und als die Franzosen kamen, hat Herodot sich aber selbst verraten durch lautes Wiehern. Er wurde beschlagnahmt und es wurde erzählt, dass Napoleon ihn wohl tatsächlich geritten hat. Die einen behaupten, es sei in Paris gewesen, die anderen sagten, es war in Moskau.
Und die Geschichte über den Raub dieses Schimmels verbreitete sich so sehr, dass sie auch auf dem Wiener Kongress 1814 bis 1815 zum Thema wurde. Schließlich soll der preußische Generalfeldmarschall von Blücher für die Rückgabe an seinen Besitzer gesorgt haben. Und so kam dieser Hengst 1819 wieder zurück. Inzwischen war er halbseitig erblindet. Aber er lebte noch 10 weitere Jahre auf dem Gestüt, bis er 1829 im Alter von 35 Jahren verstarb und unter einer Eiche sein Grab fand. Diese Eiche ist zwischenzeitlich schon durch eine neue ersetzt worden und trägt immer noch den Namen Herodot-Eiche. Belegt ist, dass es diesen Hengst tatsächlich gab und er auch unter eben dieser Eiche beerdigt wurde. Der Feuermann erscheint zwei Fischern. Der Feuermann ist ein Gespenst, welches schon manch einen mit Angst und Schrecken erfüllt hat. Alle Menschen, welche auf Abwegen sind, haben ihn zu fürchten. Besonders aber müssen sich Diebe und Räuber vor ihm in Acht nehmen. Einst beschlossen zwei Männer, welche in Luisenhof im Kreis Ockermünde wohnten, auf dem nahegelegenen See, der sehr reich an Hechten war, zu fischen. Und zwar bedienten sie sich dabei eines Hechtspeeres, obgleich sie wussten, dass diese Art des Fischfangs verboten war. Wie sie nun mitten auf dem See waren, erschien ihnen nun plötzlich der Feuermann und setzte sich, als er näher gekommen war, zu ihnen mit in den Kahn. Dieser Feuermann war aber überaus schwer und das Boot sank so tief ein, dass der Rand desselben mit dem Wasserspiegel gleich war. Da die Fischer fürchteten, das Boot würde sinken, wenn der Feuermann länger darin verweilte, so fingen sie an, ihn inständig zu bitten. Er möge sie doch wieder verlassen. Das tat dieser dann auch. Aber als er aus dem Boot heraussprang, rief er: Hier ist die Grenze, nicht weiter. Ähnliche Erfahrungen wie die beiden Fischer haben auch andere Leute gemacht, welche in den Wald gegangen, um Holz zu stehlen. Der Feuermann warnte die Menschen, die auf Abwege gerieten. Der Ritter mit der goldenen Kette. Um das Jahr 1360 lebte auf der Insel Usedom in dem Schlosse zu Mellenthin ein Rittersmann namens Nienkrake, den die Leute aber jetzt Nienkerke oder Neukirchen nennen. Er trug immer eine große und schöne goldene Kette um den Hals, auf die er viel hielt, weshalb er auch mehrteils nur der Ritter mit der goldenen Kette hieß. Dieser Ritter hatte große Liebe zu einer schönen Nonne im benachbarten Kloster. Und weil er dieser weder im Guten noch mit Gewalt habhaft werden konnte, so grub er zuletzt, da er ohne sie gar nicht leben zu können vermeinte, unter der Erde einen Gang, von seiner Burg bis zum Kloster, eine ganze Meile lang. Durch diesen entführte er die Nonne und ehelichte sie. Aber er hatte das alles so heimlich betrieben, dass kein Mensch wusste, wo die Nonne geblieben war. Ein Bauer aus Mellenthin verriet ihn aber endlich. Und so kam der Bruder der Nonne mit großer Heeresmacht vor die Burg des Ritters mit der goldenen Kette, um ihn, sein Gemahl, wieder zu entreißen. Allein der Herzog von Stettin, dem die große Liebe des Ritters gefiel, stand ihm bei und befreite ihn von der Belagerung. Der Ritter hat darauf mit seiner schönen Nonne noch viele und vergnügte Tage verlebt und nachdem sie gestorben waren, hat man ihre Leichname in der Kirche zu Mellenthin beigesetzt. Das Bildnis des Ritters ist auch noch in dieser Kirche zu sehen. Der Ritter ist übrigens mit seiner goldenen Kette begraben, von der er sich nicht hat trennen mögen und von der er auch nach seinem Tode nicht lassen will. Vor einigen Jahren war einmal einer, der Gelüste nach dieser Kette trug und der deshalb täglich an dem stark verlöteten Sarge feilte, um ihn zu öffnen. Nachdem der Mann aber ein Schildchen abgefeilt hatte, erschien auf einmal in einer Nacht der Frau desselben, der Ritter mit der goldenen Kette. Er berührte mit den großen Federn auf seinem Helme ihr Gesicht, sodass sie aufwachte. Und er sah sie zürnend und drohend an. Und seitdem hat es keiner mehr gewagt, nach dieser Kette zu streben. Und so liegt sie wohl immer noch in der Kirche zu Mellenthin. Retra. In uralten
heidnischen Zeiten war in Pommern eine berühmte Stadt, Rethra, geheißen. Dieselbe war der Hauptsitz der pommerschen Götter, besonders des Götzen Radigast oder Redigast. Die Stadt war groß, von vielen Einwohnern und voller Reichtümer. Man ging durch 9 Tore in dieselbe hinein und sie war kreisrund, umher mit Wasser beflossen. Sie hatte viele Tempel, in welche man über köstliche Brücken ging. Der vornehmste Tempel aber gehörte dem Götzen Redigast, welcher ganz von Gold war und auf einem Lager von Purpur ruhte. Die Stadt ist zuletzt wegen ihres Übermutes und Heidentums gänzlich zerstört worden. Das ist geschehen, noch lange bevor das Christentum nach Pommern kam. Auf welche Weise aber, das weiß man nicht. Sie ist so ganz zugrunde gegangen, dass man nicht einmal mehr die Gegend angeben kann, wo sie gestanden hat. Doch glauben die meisten, sie habe da herum gestanden, wo jetzt die Stadt Treptow an der Tollensee liegt. Julin. Nachdem so viele Städte zugrunde gegangen, unter anderem auch Vineta, zog sich der Handel dieser Stadt teils nach Visby in Gotland oder teils nach Julin auf die Insel Wollin, sodass dieses Julin nun die größte und reichste Stadt in Europa wurde. Es wohnten und handelten in derselben Leute von den verschiedensten Nationen. Die Viniren, Heneter, Sunonen, Slawen, Wenden, Dänen, Schweden und so weiter. Nur die Christen mussten sich bei Lebensstrafe heimlich halten. Jede Nation bewohnte ihre eigene Straße, die nach ihrem Namen genannt wurde. Lange Zeit waren die Sitten der Juliner gut und anständig. Auf die Länge aber wurden sie üppig und schwelgerisch. Und einzelne Völkerstämme wollten eine Tyrannei über die anderen ausüben. Wegen solcher Gräuel, Laster und Abgötterei wurde die Stadt oft zum Zorne Gottes von Blitz und Donner jämmerlich geplagt. Aber das half zu ihrer Bekehrung nicht. Da zogen nach einer Weile zuerst die Ruthenier aus und wanderten in ihr Vaterland Russland zurück. Ihnen folgten dann viele andere. Aber unter den Zurückgebliebenen entstand hernach Aufruhr und Zerstreuung der Kaufleute, bis zuletzt der dänische König Woldemar die Stadt eroberte und sie bis auf den Grund zerstörte. Dies geschah im Jahre 1170. Die Stadt lag auf der Spitze der fruchtbaren Insel Wollin, an derselben Stelle, wo jetzt die Stadt Wollin liegt. Aber sie war bei weitem größer als diese Stadt, denn man sieht noch Überbleibsel von ihren Trümmern in der Erde. Und danach ist sie größer gewesen als eine deutsche Meile. Auch sieht man noch die Kastelle, die früher die Stadt gegen die feindlichen Angriffe umgeben haben und deren Trümmer auf 4 verschiedenen Bergen in einer weiten Entfernung um die Stadt Wollin voneinander liegen. Diese Kastelle haben noch jetzt ihren alten Namen. Eins heißt nämlich Kakernel, eins Modero, eins Schlossberg und das 4. Silberberg. Dieser Silberberg ist höher als die anderen 3 Berge und auf demselben soll ein hohes Schloss gestanden haben. In diesem Berge findet man auch noch oft unter ausgebrochenen Fundamentsteinen des alten Kastells allerlei silberne Münzen und Knochen und Rippen von Menschen so groß wie Riesen. Wie groß die Stadt Julin gewesen, kann man auch noch daraus abmessen, dass ein Berg im Süden der Stadt, der Galgenberg geheißen, dicht vor dem Tore gelegen hat. Heutigen Tages ist dieser Berg so weit von Wollin, dass einer sehr müde wird, der von der Stadt da hinaus hinspaziert. Auch kann man sich die Größe der herrlichen Stadt denken, wenn man erwägt, dass Bischof Otto von Bamberg im Jahre 1124 dort 22.000 Bürger getauft hat. In der Gegend der Stadt sollen noch viele Schätze aus der Zeit, als Julin noch in seiner Herrlichkeit war, vergraben sein. Der Blutregen in Stralsund. Am 16. Juni des Jahres 1597 fiel in und bei der Stadt Stralsund über Nacht ein starker Blutregen. Man fand am anderen Morgen besonders in etlichen Gärten vor dem Frankentor die Bäume, Kräuter, Laub und das Gras mit dicken Blutstropfen bedeckt und da, wo kein Gras gestanden, die Erde mit Blut besprengt und gefärbt.
Auch ein Kissen, welches über Nacht in einem Garten liegen geblieben war, fand man voller Blutstropfen. Und als man diese auswaschen wollte, gingen sie nicht heraus. Das Merkwürdigste aber war, dass die Fischer auf dem Grund des Wassers Steine heraufzogen, auf denen auch Blutstropfen waren, also nicht einmal von dem Wasser, worin sie gelegen, konnten sie abgespült werden. Am 3. Juli dieses Jahres regnete es abermals Blut in Stralsund. Zum Glück hat man keine Bedeutung dieser schrecklichen Zeichen verspüren können. Der Schatz in der Vollmondnacht. Hinter dem Hause des Bäckers Meier in der Langenstraße zu Greifswald ist ein kleiner Garten. In diesem ist, wie die Leute sagen, ein Schatz vergraben, den der Teufel bewacht, der aber alle Jahre einmal in einer Vollmondnacht zum Vorschein kommt. Er leuchtet dann im Mondlicht und sieht aus wie ein großer Haufen brennender Kohlen. In dem Hause diente einstmals eine schläfrige Magd, die gewöhnlich des Morgens ihre Zeit verschlief und deshalb des Öftern von der Frau ausgescholten wurde. Als diese zu einer Zeit aus dem Schlafe erwachte, sah sie, dass es schon hell am Morgen war, worüber sie sehr in Schrecken geriet, denn sie meinte, sie hätte wieder mal verschlafen. Sie lief deshalb geschwinde in die Küche, um Feuer anzumachen. Wie sie aber aus dem Fenster sah, welches in den Garten führte, gewahrte sie, dass dort schon ein Feuer brannte. Sie wunderte sich zwar, wie das Feuer dahin käme, aber in ihrer Eile freute sie sich auch, dass sie nun nicht erst lange welches anmachen brauche. Und sie nahm eine Schippe und ging damit in den Garten und holte sich die vollen Kohlen. So wie sie indes damit wieder in die Küche kam und diese auf den Herd legte, erloschen sie auf einmal alle zusammen. Sie ging daher nochmals in den Garten, holte sich noch eine Schippe voll, die aber auf die gleiche Weise erloschen. Darauf ging sie zum dritten Male zu dem Feuer in den Garten. So wie sie aber jetzt dahin kam, erscholl auf einmal hinter den brennenden Kohlen eine schreckliche Stimme, die rief: »Wenn du nun noch einmal kommst, so drehe ich dir den Hals um.« Darüber erschrak das arme Mädchen so gewaltig, dass sie kaum ins Haus zurücklaufen konnte. Als sie dies erreicht hatte, schlug gerade die Glocke auf dem Nikolaiturme 1 Uhr nachts. Und mit einem Schlage war das Feuer im Garten verschwunden. Da entsetzte sie sich noch mehr und sie ging eilig in ihr Bett zurück, wo sie über die ganze Nacht kein Auge mehr zutun konnte. Wie sie aber am anderen Morgen an den Herd kam, lagen dort lauter blanke Taler. Und nun erkannte sie, dass sie um Mitternacht bei dem vom Teufel bewachten Schatze gewesen sei und dass das Licht des Vollmonds sie glauben gemacht hatte, sie hätte verschlafen. Die versunkene Stadt bei Kap Arkona. Alte Funde besagen, dass auch bei Kap Arkona eine versunkene Stadt liegen soll. Die Lubinsche Karte enthielt wohl Auskünfte darüber, dass an dieser Stelle eine Stadt im Meer versank. Man fand dort bei Tauchgängen Steinmolen, Grenzwälle und Steinkugeln von Schleudermaschinen und einen Runenstein mit dem Namen Ulf. Dieser wurde auch auf einer Goldmünze gefunden. Deshalb vermutet man heute, dass hier eventuell auch Vineta gelegen haben könnte, aber vielleicht auch eine andere Stadt. Sidonia Borken. Vor ungefähr 200 Jahren lebte einmal in Pommern ein adliges Fräulein aus einem alten und vornehmen Geschlecht, Sidonia von Borke geheißen. Von der sagen die Leute, dass sie eine arge Hexe und Zauberin gewesen sei. Und einige behaupten, dies war nicht wahr und sie sei unschuldig. Aber das ist doch nicht zu leugnen, dass sie zu Stettin vor dem Tore als Hexe öffentlich verbrannt ist. In ihrer Jugend soll sie ganz ausnehmend schön gewesen sein, und weil sie auch reich und vornehm war, begab sie sich an den Hof der Herzoge von Pommern zu Wolgast und Stettin. Schon da soll sie angefangen haben zu hexen, denn der Herzog Ernst Ludwig zu Wolgast entbrannte dergestalt in Liebe zu ihr, dass er sie mit aller Gewalt heiraten wollte. Die Fürsten zu Stettin wollten dies aber nicht, brachten es vielmehr zu Wege, dass dieser Herzog das schönste Fräulein heiratete, was dazumal in Deutschland lebte, nämlich die Prinzessin Hedwig von Braunschweig. Darüber geriet Sidonia Borken in einen großen Zorn und sie fuhr in ihren bösen Künsten fort
und verzauberte die 6 jungen Fürsten zu Stettin, dass sie ohne Nachfahren sterben mussten. Darauf ging sie aus Verdruss in das Jungfrauenkloster zu Marienfließ zwischen Stargard und Freienwalde. Hier soll sie nun einen sehr ärgerlich boshaften Lebenswandel getrieben haben und sie hat fast nichts getan, außer sich mit Zauberei abzugeben. Insbesondere hat sie Bekanntschaft gemacht mit einer alten Zauberin, Wolde Albrechts. Von dieser hat sie einen kleinen Zaubergeist namens Chim gekauft, der ihr nur allzu ihren Teufelskünsten geholfen hat. Derselbe hat für gewöhnlich die Gestalt einer Katze gehabt. Er hat aber auch manchmal sich als dreibeiniger Hase mit weißem Ring um den Hals gezeigt. Diesen Hasen hat sie überall hingeschickt, wenn sie ihre Feinde quälen oder ums Leben bringen lassen wollte. So hat sie ihn auch insbesondere einmal nach dem Dorfe Böck gesandt. Dort war ein Prediger namens Lüdicke. Der hatte öffentlich auf der Kanzel über ihr ärgerliches Leben geschimpft. Dafür schickte sie ihren Hasen zu ihm, dass er ihm den Hals umdrehen musste, wovon der arme Mann eines gar schrecklichen und erbärmlichen Todes gestorben ist. Wenn sie nun so jemanden hat töten oder martern lassen, dann hat sie sich die Hände gerieben und den Spruch getan, so krabben und kratzen meine Hunde und Katzen. Auch hatte sie immer grüne Besen kreuzweise unter ihrem Tische liegen und soll zur Gewohnheit gehabt haben, sich 3 Donnerstage nacheinander in demselben Wasser zu baden. Wenn ihr Gesinde zu Bette gegangen, hatte sie sich gewöhnlich hingesetzt und den Judas-Psalm gebetet. Als ihr Hase aufs Letzte etwas schwach geworden und nicht alles, was sie gewollt hat, mehr ausführen können, hat sie sich von der Wolde Albrechts, deren Geist, welcher Jürgen gehießen, zur Hilfe geben lassen. Ja, solche Zauberkünste hat sie getrieben, bis sie an die 80 Jahre alt geworden. Da hat man zuerst die Hexereien der Wolde Albrechts entdeckt und diese hat darauf, als man sie auf die Folterbank spannte, auch den Namen Sidonia von Borken bekannt. Man hat so dann auch die Letztere vor Gericht gezogen. Anfangs war sie hartnäckig und hat geleugnet und sich für unschuldig erklärt. Zuletzt aber, als man auch sie peinlich befragte, hat sie alle ihre Gräueltaten zugestanden, deren dann eine Menge an den Tag gekommen sind. Sie ist darauf im Jahre 1620 vor dem Mühlentore zu Stettin verbrannt worden. Man sagt, dass dabei aus dem Scheiterhaufen eine Elster in die Höhe geflogen sei. Ihre Seele soll man in Gestalt dieses Vogels noch oft hier an dieser Stelle vor der Abenddämmerung am Mühlentore herumfliegen sehen. Selbst während dieses Prozesses hat sie das Zaubern nicht unterlassen können. So lebten zu damaliger Zeit 2 Herren von Mellenthin, die reisten eines Tages zwischen Schlötenitz und Schellin. Und wie sie dabei über den Prozess der Sidonia sich unterredeten, erhob sich urplötzlich ein so gräuliches Stürmen und Brausen in der Luft, dass die Pferde vor dem Wagen sich losrissen und davonliefen. Sie wurden erst bei Stargard wieder eingefangen. Viele Leute aber halten die Sidonia Borken für ganz unschuldig. Sie soll Kaifischer und neugieriger Natur gewesen sein und dabei sehr abergläubisch, so dass sie sich gern mit alten Wahrsagerinnen umgab. Darum habe man denn die unwahren Anklagen gegen sie erhoben, dass sie selbst eine Zauberin sei, welches von ihr nur durch die grausamen Qualen und der Tortur mittels Geständnisse bestärkt worden sind. Ja, das war eine kleine Sagentour durch das schöne Mecklenburg-Vorpommern und ich hoffe wieder einmal, ich konnte euch ein paar neue Sagen erzählen. Und jetzt sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.